Can't for my wins, I need my ends. This life is real, if they pretend. Aim off the bench, I get it in. Richtung Kamera, ich gehe so runter, okay. Und dann machst du das. Was geht ab, Leute? Daily Vlog Nummer 10 und wir sind heute zu Besuch bei einem der prestigereichsten Autotuner überhaupt und ich glaube auch der größte unabhängige Autotuner der Welt, Brabus hier in Bottrop. Wir haben hier ja, heute die Chance, mal ein paar exklusive Einblicke zu bekommen. Ich bin richtig gespannt. Ich habe mich seit langem nicht mehr so auf den Tag gefreut, dass eine gewisse Autoaffinität bei mir vorhanden ist. Wisst ihr ja vielleicht. Auf diesem Channel haben wir zwar bisher noch nichts gemacht, aber im Rahmen der Daily Vlogs zeigen wir euch mal ein bisschen hier, ja, was bei Brabus so abgeht und gucken mal, ob wir vielleicht mal ein, zwei Autos testfahren können. Ich bin gespannt. Let's go. Immer Standort taggen. Brabus. Die hat schon so richtig den Style so ein bisschen überbringt. Ruhig zuerst hingucken. Können wir dann rüber schauen. Klar, Alter. Erstmal sachte, erstmal sachte. Also, was haben wir? Sag mal, Jungs. Was haben wir? G800? Warte. Maskenpflicht wird hier konsequent eingehalten, ja. Das ist der Tom. Grüßt euch. Da ist der Tarn. Jetzt fahren wir mit Chefs Auto, ja. Den könnt ihr mal auf Instagram abchecken. Der Chef von Brabus hier, der Konstantin. Ich blende es euch hier mal ein. Auch das erste Mal, dass ich jetzt mit der G-Klasse heize. So. Jetzt können wir arbeiten. Also. Ich vermisse irgendwie, auch wenn ich den Ramp auch nicht habe, aber irgendwie denke ich bei so schnellen Autos, ich brauche irgendwas zu können. Ja, ich kann es verstehen. Aber habe ich ja hier. Die ganze. Ja, gewöhn dich erstmal an die Karre. Das ist easy. Ja, hier kannst du nicht heizen. Ne? Alter Vater. Ich finde das immer lustig so zu sehen, dass es einfach eine G-Klasse ist, ja. Die halt dann einfach. Aber der hat doch gerade so. Der fängt ja so ein bisschen rüber zu ziehen, Alter. Oh Junge. So an den Schaltpläne ist mal ein bisschen rumspielen. Ah, Junge, ist die Karre asozial. Oh, ist das schlimm. Right. Ja, wollen wir direkt zum Dönermann, oder? Ja. Ja. Mir ist halt irgendwie so ein Pickup, ne? Ja, ja. Ist eigentlich ein Arbeitsfahrzeug. Bestimmt. So, du sagst wohl an. Ja. Hat er den Echttest bestanden, oder müssen wir das noch testen? Müssen wir noch testen. Was für ein Test? Echttest. Was ist das? Bei 180 km/h einfach 90 Grad links einscheren. Und gucken, ob er umfällt. Fahrer.
das immer im Hinterkopf. Es ist halt so ein Schiff und du beschleunigst ja trotzdem 3 Sekunden von 0 auf 100 gefühlt. Ich wollte gerade sagen, wie geil du immer nachdenkst. Oh, Junge. Fuck. Wie ist das? Schnelles Starten einer Ampel gilt als Rennen gegen sich selbst und kann mit Anzeige bestraft werden. Echt? Ja. Zu starkes Beschleunigen einer Ampel. Verrückt. Geht als Verkehrsbehinderung oder so, ich weiß es nicht. Blubber, 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 5 Euro weg. Wir fahren gerade unter der Brücke und ich habe nicht runtergeschaltet. Was bin ich für ein Amateur? Was bist du für ein Armer? Junge, ich finde das voll angenehm, wenn diese Zeiten packen. Das ist wie so eine leichte Massage. Ich finde es nur bei jeder kleinen Kurve so direkt richtig extrem reingedrückt. Voll geil. Also ist halt, fürs Fahren ist es halt echt verdammt geil, kann man schon sagen. Also kleine Massage in die Seite. So. Ja, das ist er. Das ist er dran. Welcher? Der 55 ist das, glaube ich, ne? Den nehmen wir nachher mit. Den Ram lassen wir hier. Okay, den verpfänden wir. Der Ram ist die Anzahlung. Das nächste kommt dann über die nächsten 10 bis 20 Jahre. So. Mit doppelt so viel Power wie mein Ram. War gut. Sicko Mode auf jeden Fall. So, jetzt erstmal was essen. Essentials. High quality cars, high quality food. So, das war der Brabus Black Ops 800, das private Auto von dem Konstantin. Was haben wir? 800 PS, 1000 Newtonmeter, die Karre absolut krank. 3 Sekunden 0 auf 100. Ist okay. Das ist was sagen. Wir machen jetzt eine kleine Überleitung und zwar brauchen wir noch ein paar Fotos. Und da können wir mal, kommt ein bisschen das Fahrradfahren ins Spiel, denn ich habe meine Räder dabei für den Fall des Falles. Außerdem, Leute, verlose ich heute mal eine GoPro Max, niegelnagelneu. Der einzige Grund, warum wir die jetzt auspacken, ist, damit wir ein gescheites Foto davon kriegen, aber natürlich nur hier die äußere Verpackung. Und zwar könnt ihr die gewinnen, indem ihr einfach auf Instagram geht und den entsprechenden Post liked und so weiter. Ihr wisst, wie das Game läuft. Findet ihr dann auf Instagram das Giveaway. Nigelnagelneue GoPro Max für euch zu gewinnen. Geht jetzt auf Instagram abchecken. Ja, viel Glück. Die Karre, die wir uns heute eigentlich angucken wollten, oder unter anderem, war der XLP, der war aber bis eben leider nicht da. Das ist quasi auch ein Pickup, extra von Brabus gebaut, auf Basis der G-Klasse. Deswegen hoffe ich, dass wir irgendwann vielleicht nochmal die Chance bekommen, nochmal hierher zu kommen. Und dann lassen wir den Ram einfach da und den XLP mit. Aber der kostet, ich glaube, mehr als das Zehnfache, glaube ich. Ja. Irgendwann. Ja, geil. In diesem Sinne würde ich sagen, richtig geilen Tag hier bei Brabus gehabt. Das Video ist jetzt zwar nicht so mega lang geworden, aber war trotzdem eine richtig geile Erfahrung. Ich denke, im nächsten Video geht es dann wieder weiter mit Fahrradfahren. Vielen lieben, riesen Dank, dass wir hier sein durften. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns, einen Kommentar da lassen, wäre auch nett. Und dann sehen wir uns hoffentlich direkt morgen im nächsten Video. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Peace.